Danny, 4:1-Sieg, sicherlich die richtige Reaktion auf das Spiel vom Dienstag. Beschreib uns mal das Spiel aus deiner Sicht. Ja, ich denke, wir haben aus dem letzten Spiel gelernt und haben direkt mit Vollgas hier begonnen. Und im Gesamten denke ich auch, es war ein verdienter Sieg und ganz großer, wichtiger Sieg. In Hamburg ist immer sehr schwer zu gewinnen. Hamburg ist super drauf. Ja. Ja, wir haben Dienstag schon angesprochen, du wurdest am Dienstag ausgewechselt. Wie verarbeitet man das mental von Dienstag bis Freitag, auch als Mannschaft gesamt? Das hakt man einfach ab. Das ist wie jedes Spiel. Jetzt das Spiel Hamburg dürfen wir heute Abend noch genießen. Wird danach auch sofort abgehakt. So war das auch mit Dienstag. Man muss immer aufs nächste Spiel sich voll konzentrieren. Das ist das nächste Wichtige. Und ja. Nächstes wichtiges Spiel, Dienstag Iserlohn, dein Ex-Verein. Was denkst du, erwartet euch da? Du kennst die Jungs ja ein bisschen. Ja, also Iserlohn ist offensiv sehr stark. Wir müssen auch wieder so aggressiv und hart beginnen wie heute. Wenn wir das machen können, dann hat Iserlohn Probleme oder wird Probleme haben und dann tun sie sich auch schwer und ich denke, damit kann man dann den nächsten Sieg einfahren. Uwe Krupp, sehr souveräner 4:1-Sieg hier bei einem der Spitzenteams in der DEL, nach dem nicht so schönen Spiel am Dienstag. Was hast du der Mannschaft mitgegeben, damit sie das ganz schnell abhaken und hier heute so auftreten können? Ich glaube, die waren vor allen Dingen, wer den Charakter dieser Mannschaft kennt und der uns das ganze Jahr über beobachtet hat, der hat gesehen, dass wir in jedem Spiel kämpfen und immer mit unheimlich viel Herz spielen. Und heute haben wir natürlich ein sehr gutes Spiel gespielt und war eine wichtige Reaktion auf das Spiel gegen Ingolstadt, weil egal wie wir das schauen und dass wir es auch wenn wir es nur als Niederlage sehen, wenn du dann 2 oder 3 verlierst nach so einem Spiel, dann bröckelt schon das Selbstbewusstsein. Aber heute sind wir gut zurückgekommen und haben einen guten Start gehabt in das Spiel, waren insgesamt sehr solide, über 60 Minuten und ich glaube, haben absolut verdient gewonnen. Sehen wir auch so. Ja, vielleicht noch ein kurzes Wort zu André Lacus. Warum hat der heute nicht gespielt? Der hatte ein bisschen Pech natürlich dieses Jahr. Der ist jetzt gerade wieder ein bisschen in Fahrt gekommen und jetzt hat er eine Virusinfektion gehabt. Aber wir hoffen, dass er bis Sonntag wieder auf den Beinen ist und den mussten wir so ein bisschen aus der Bevölkerung rausziehen. Der war wirklich richtig krank. Wird dann Dienstag gegen Iserlohn wieder dabei sein? Ich denke, wenn er einigermaßen auf dem Damm ist, dann wird der André wieder dabei sein. Okay, Dienstag geht es dann gegen Iserlohn, der nächste ja einigermaßen schwere Gegner vor der Brust. Sonntag spielfrei, kriegen die Jungs auch noch einen Tag frei. Und was erwartest du vom Spiel am Dienstag? Ah, Dienstag ist für uns sicherlich wieder ein schwieriger Test. Iserlohn ist eine Mannschaft, die auch um Punkte kämpft in jedem Spiel. Und ich denke, da ist eine gewisse Erwartungshaltung in Iserlohn, dass man besser ist, als man jetzt gezeigt hat in den letzten Wochen. Und das ist immer ein gefährlicher Gegner. Dazu kommt, dass es natürlich eine Derby-Atmosphäre sein wird für uns. Und ja, müssen wir wieder mit gutem Eishockey kommen und versuchen, das Spiel zu kontrollieren, so wie wir es heute gemacht haben. Und dann wird es trotzdem ein schwieriger Abend. Philipp, sehr souveräner 4:1-Sieg hier in Hamburg. Beschreibe uns mal das Spiel aus deiner Sicht ein bisschen. Ja, ganz wichtig war, dass wir heute die auf jeden Fall in Führung gegangen sind. Haben nach dem zweiten Drittel dann 2-0 geführt und ist natürlich schwer, dann im letzten Drittel das über die Bühne zu schaukeln. Dann haben wir einen Anschlusstreffer bekommen, dann aber auch wieder sehr gut als Mannschaft reagiert. Ich denke, der Teamgeist und der Wille bei uns stimmt absolut und dann denke ich auch verdient heute hier in Hamburg gewonnen. Wie bekommt ihr das mental hin, dass ihr immer so gut reagiert? Ihr hattet einiges an Unterzahl wegzuspielen, wart dann aber sehr schnell immer wieder direkt da. Du hast es eben schon angesprochen, das 1:2 direkt nach der Pause. Aber ihr seid halt dran geblieben. Ja, wie macht ihr das? Ja, was heißt, wie machen wir das? Nach dem letzten Spiel zu Hause gegen Ingolstadt lief er in dem Sinne alles gegen und heute ist es dann natürlich ein bisschen für uns gelaufen und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir heute hier gewonnen haben und gezeigt haben, dass wir ja nicht uns hängen lassen und ein paar Spiele jetzt brauchen, um wieder, sag ich mal, in die Spur zu kommen und das hat heute sehr gut geklappt hier. Jetzt habt ihr am Sonntag spielfrei, Dienstag dann gegen Iserlohn. Was erwartest du von dem Gegner? Ja, was erwarte ich von dem Gegner? Ich meine, die Liga ist so eng, die DEL, es ist immer schwer, jedes Spiel fängt bei Null an und dann scheinen Kleinigkeiten. Und wenn wir da wieder so bereit sind, so wie heute hier in Hamburg, dann hoffe ich, dass wir auch 3 Punkte zu Hause holen. Philipp Rifers, überzeugender 4:1-Sieg in Hamburg nach dem nicht so tollen Spiel am Dienstag. Wie sehr war das noch in den Köpfen oder war das direkt abgehakt? Ich denke, das war abgehakt, so ein Spiel hat jeder mal in der Saison. Ich denke, sowas möchte man auch ganz schnell vergessen dann und
wir sind heute mit 100% ins Spiel gegangen, nur auf das Spiel fokussiert und das hat gut geklappt. Ihr wart von Anfang an sehr aggressiv, wart zwei Drittel lang komplett die bessere Mannschaft. Was hat der Coach euch gesagt, dass ihr so hier reingeht? Ja, wir sollten aggressiv ins Spiel gehen. Wir wussten, die Hamburger kommen zu Hause die ersten 10, 15 Minuten sehr aggressiv. Ich denke, da haben wir gut gegengehalten, haben auch aggressiv gespielt, haben die Scheiben zum Tor gebracht und haben, denke ich, Hamburg im ersten Drittel ein bisschen dominiert. Erstes Drittel war torlos, im zweiten Drittel dann dein Tor zum 1-0. Kannst du uns das nochmal kurz beschreiben? Du hast das ja sehr souverän auch gemacht. Wir sind einfach nur zum Tor gezogen. Ich habe gesehen, der Charlie ging zum Tor und der Gegner hat sich zwischengeschmissen und da habe ich gewartet. Und dann standen sie in der Sicht vom Torhüter, habe ich mir gedacht, da schieße ich kurze Ecke und dann hat es geklappt, ja. Wunderbar. Zu Beginn des dritten Drittels dann das 1-2, hat das nochmal irritiert oder war das auch schnell wieder abgehakt? Ich denke, wir haben das schnell wieder abgehakt, wir sind gar nicht aus unserem Spiel raus nach dem Tor, haben das abgehakt und haben unser Spiel weitergespielt und haben dann auch gezeigt, dass wir die Tore machen können. Das war also heute die Wiedergutmachung für euch, am Dienstag dann vielleicht auch die Wiedergutmachung fürs Heimpublikum. Was nehmt ihr euch für das Spiel vor, was erwartest du von Iserlohn? Es ist eine gute Mannschaft, ich denke, sie werden hart und aggressiv kommen und da müssen wir gegenhalten und wie gesagt, wir haben noch was zuzumachen, das 7-1 und ich denke, das werden wir machen.